Zuschauer, ganz herzlich willkommen zurück bei der Aktionär TV und natürlich auf der Messe Invest in Stuttgart 2024. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast und zwar Herrn Thomas Sattelberger. Schön, dass Sie heute bei mir zu Gast sind. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Sattelberger, Sie haben eine ganze Menge erlebt in Ihrem Leben. Vorstand der Deutschen Telekom AG, Continental AG, Lufthansa German Airlines. Sie waren Mitglied des Deutschen Bundestags von 2017 bis 2022, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Eine ganze, ganze Menge an Erfahrung gesammelt. Dann auch direkt die erste Frage, generell zur deutschen Wirtschaft. In den Medien wird es berichtet, es sieht gut aus, es könnte aber auch wieder schlechter werden. Politik ist ein großes Thema. Wie ist Ihre aktuelle Sicht generell auf die deutsche Wirtschaft aktuell? Also Deutschland ist der kranke Mann nicht nur Europas, sondern der Industrienationen. Und das sagt nicht nur die ökonomische Indikatorik, denn unsere Wirtschaft schrumpft fast als einziges großes Industrieland, sondern das sagt auch unsere Wachstums- und Innovationsindikatorik. Da stehen alle Lichter auf gelb oder rot. Was müsste man dann Ihrer Meinung nach ändern? Vielleicht von den DAX-Unternehmen selber, aber natürlich auch von der Politik, die Vorzeichen gibt. Also jetzt muss man ja fast sagen, dass die DAX-Unternehmen noch einigermaßen passabel performen. Ich erlebe, dass da die Investoren, gerade die britischen und US-amerikanischen Investoren, viel aktivistischer sind und wirklich auf Performance und Marge schauen, was ja zum Teil verloren gegangen ist. Ich mache mir vor allem Sorge um den Mittelstand und natürlich da um den Maschinen- und Anlagenbau, um das Baugewerbe. Ich mache mir jetzt noch nicht Sorgen um die Automatisierungsindustrie und unsere zersplitterte Digitalbranche. Also da gibt es, sagen wir mal, ein gemischtes Bild. Aber natürlich ist Auto, Maschine und Anlagenbau das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und da stehen wir in Teilen mit dem Rücken zur Wand. Und was da natürlich her muss, und ich kann das Geschwätz meiner ehemaligen Politikkollegen fast gar nicht mehr hören, sie sollen dann endlich mal vom Reden ins Handeln kommen mit dem Thema Bürokratieabbau. Jetzt haben wir ja das europäische Lieferkettengesetz auch noch. Also wir türmen eine bürokratische Regelung über die andere auf. Natürlich die Steuerbelastung. Und das ist nicht nur die Steuerbelastung des Experten und der Expertin oder der Facharbeiterin und des Facharbeiters, sondern natürlich auch die Unternehmensbesteuerung, die ist im Grunde unsäglich. Also wir brauchen eine große Entlastung, eine Steuerreform, nicht nur für die Mitte der Gesellschaft, sondern auch für das Unternehmertum. Und last not least, Deutschland hat ja quasi nur noch wenige Branchen, wenige Standbeine, weil wir die digitale Ökonomie und die Biotechnologie verschlafen haben. Das heißt, wir müssen, und das ist sehr stark auch staatliche Aufgabe, wir müssen im Tal des Todes, wo diese jungen Unternehmen noch Geld brauchen, wir brauchen eine andere Form von Wachstumsfinanzierung, sodass dieses Land wieder Spielbeine bekommt und nicht nur Standbeine, die einem mit dem Rücken an der Wand stehen. Sie hatten jetzt gerade auch speziell den Mittelstand angesprochen, dass der, sag ich mal, der größte Verlierer sein könnte. Sie hatten auch gerade schon dann Steuerentlastung angesprochen. Was könnte man noch machen, dass man da sagt, okay, der Mittelstand, das ist unser Rückgrat unserer Wirtschaft hier, die müssen wir eigentlich fördern? Also wenn ich mit Mittelständlern rede, dann sagen die eigentlich, sie brauchen erstens Verlässlichkeit der Politik, nicht dieses grüne und rote Rumgeeiere. Leider ist auch meine eigene Partei da manchmal noch beteiligt, also die gelbe Farbe. Also dieses Rumgeeiere muss aufhören. Wir brauchen Verlässlichkeit. Wir brauchen zweitens endlich bürokratische Entlastung, denn das kostet uns Milliarden in der Gesamtsumme. Und wir brauchen eine Steuerreform, die kann auch übrigens gerne anfangen mit einer steuerlichen Vergünstigung von Forschung, aber mit einer deutlich großzügigeren. So, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn deutsche Mittelständler, große Mittelständler
im Ausland investieren. Ich habe da selber Mitte des vorletzten Jahrzehnts bei der Firma Continental intensiv miterlebt. Aber diese Deindustrialisierung Deutschlands muss kompensiert werden durch Biotechnologie, künstliche Intelligenz, neue Raumfahrt. Also am besten erstmal die Leute aus der Politik austauschen? Also, wenn Sie es heute anschauen, was für unfähige und inkompetente Menschen, und da spreche ich nicht nur über die Youngsters bei den Grünen, bei den Linken und bei den Sozis, zum Glück ist das bei der FDP ein Stück anders, da brauchen wir eine Professionalisierung der Politik. Wir brauchen wieder Persönlichkeiten, wo die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben. Wir rangieren jetzt ja als Politikerkaste noch mit 8% Glaubwürdigkeit. Das ist ja unsäglich. Also ich kapiere nicht, dass sich alle etablierten Parteien hier am Portefeuille packen und endlich sich reformieren. Ich glaube, da sprechen Sie vielen Leuten aus der Seele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sage ja oft nichts Neues, sondern nur Klartext. Ja. Trauen sich leider nicht mehr allzu viele Leute. Deswegen, ich denke mal, das wird auch die Zuschauer sehr, sehr freuen, dass endlich mal jemand sagt, was natürlich auch viele Leute denken, denke ich mal. Ja, aber wir müssen aufhören mit der Rumsubventioniererei. Ich sage immer ganz simpel, auch ein ThyssenKrupp muss in Würde sterben können. Das ist ein Gesetz in der Wirtschaft. Alte Industrie verblüht, vergilbt, geht unter, neue Industrie kommt hervor. So, das heißt, wir müssen uns auch von althergebrachtem trennen können, so wie wir uns schon mal von der Stein- und von der Braunkohle getrennt haben. Das hat keine Zukunft gehabt in diesem Lande. Und wir müssen in neue Ökonomie investieren. Das ist übrigens auch ein Appell an die Family Offices des großen Mittelstandes. Die könnten da durchaus noch ein bisschen zulangen. Wir hoffen, dass Sie zuschauen und dass Sie Ihre Tipps umsetzen. Wir kommen mal zu DAX-Unternehmen. Sie waren ja, wie gesagt, Vorstand in DAX-Unternehmen. Ja. Vielleicht das DAX-Unternehmen im Wandel der Zeit. Ja, ich sage mal, es ist ja schon ein bisschen länger her, dass Sie Vorstand gewesen sind. Was würden Sie sagen zu der Zeit damals und zu der Zeit heute? Was für Unterschiede gibt es? Aber was gibt es vielleicht auch heute für Herausforderungen, die es dann damals noch nicht gegeben hat? Also, natürlich ist die große Herausforderung, die Lieferketten stabil zu halten. Und das in einer Welt, die sich zunehmend spaltet. Also ich glaube nicht, dass wir weiterhin multipolare Politik machen können, sondern das wird bipolar. Da wird China, Nordkorea, Russland und der Iran, die man ja früher als die Achse des Bösen bezeichnet hat, das ist eine Achse des Bösen und die stellen sich gegen die westlichen Demokratien auf. Und da müssen sich DAX-Konzerne vorbereiten. Und natürlich müssen sie ein Stückchen unabhängiger werden von der Lieferkettenproblematik. Das heißt, das Farshoring, also ganz weit weg nur, sollte man nur wegen dem Kunden machen. Nicht wegen den Kosten. Dann lieber in das nahe europäische Ausland und Umland, auch in Osteuropa, wo im Grunde, sagen wir mal, die Energie und die Personalkosten noch nicht so aus dem Ruder gelaufen sind wie in Deutschland. So, und ansonsten sind die DAX-Konzerne aus meiner Sicht, die sind ja über die Jahre viel internationaler geworden, und zwar nicht nur in der Belegschaft und im Management, sondern vor allem bei den Investoren. Und ich erlebe im Grunde eine zweite Phase des Aktivismus von Investoren. Man sieht das am Beispiel von der Firma Bayer oder auch BASF. Die gehen ja ran, auch bei den Automobilherstellern, und lassen sich sozusagen die deutsche Gemächlichkeit nicht mehr gefallen, sondern wollen Performance und Marge. So, das finde ich übrigens eine sehr gute Entwicklung. Das heißt, ich bin nicht für einen extremen Shareholder-Value-Kapitalismus, aber das, was wir heute haben, ist zum Teil Schlendrian. Ja.
Sie hatten jetzt viele Probleme natürlich Deutschlands angesprochen. Gibt es für Sie irgendein Land in Europa oder vielleicht auch weltweit, wo man sagt, okay, daran könnte man sich orientieren, die machen es jetzt gerade genau richtig? Also, wir brauchen nur in die Schweiz gucken, um die Ecke und nach Dänemark. Denn da siehst du, was es heißt, im Grunde neben Standbeinen Spielbeine aufzubauen. Insbesondere Dänemark, die Biotechnologie und natürlich die Schweiz. Das ganze Thema Pharma und Biotech neben den ganz klassischen Themen des Maschinenbaus und des Finanzwesens. Also das sind eigentlich eine Diversität an Branchen, die einem hilft, wenn eine Branche ein bisschen in die Knie geht, dass andere Branchen wachsen können. Also da braucht man jetzt gar nicht nach USA gucken oder Kanada, da muss man gerade um die Ecke gucken. Da läuft es ja inflationär auch nicht viel besser in Amerika gerade. Ja, und natürlich, ich meine, diese politische Zerbrechlichkeit inzwischen des politischen Systems, das ja ähnlich zerbrechlich wird wie das unsrige, das animiert natürlich auch nicht unbedingt. Auf der anderen Seite hat Biden für das Thema Energiekosten natürlich schon ein Investitionspaket aufgelegt, das erste Sahne ist. Während wir haben ja über Jahrzehnte alles in den Sozialstaat gepulvert. Das stimmt, da wird ja auch heute eine Menge von profitiert. Zwei kurze Fragen noch. Einmal Thema Energiewende, / Klimawandel. Wie wichtig sehen Sie das Thema und was würden Sie sagen, wer sind die wichtigsten Punkte im Thema Energiewende? Was wir jetzt, weil dazu noch ganz kurz zu sagen, Deutschland macht ja weltweit vom weltweiten CO2-Ausstoß, hat Deutschland, meine ich, so wie ich es gelesen habe, einen Anteil von 1,8%. Ja, knappe 2%. Und natürlich zu glauben, am deutschen Wesen kann die Welt genesen, das ist hirnverbrannt. Ja, und wir sind leider ja auch nicht der Vorreiter der sogenannten grünen Innovation. Denn dann könnte man sagen, das grüne Modell kommerzialisiert sich zwar wenigstens. So, also ich bin natürlich pro Atomkraft. Eindeutig, weil unsere Atomreaktoren auf der Welt sind heute noch sicherer, als unsere deutschen früher gewesen sind. Und natürlich gibt es auch neue Reaktortechnologien, von denen ich ausgehe, dass sie in wenigen Jahren erfolgreich kommerzialisiert werden. Und zum Zweiten, bitte, wir haben es ja bei der Firma Wissmann gesehen, dem deutschen großen Mittelständler nicht den Atem zuschnüren, ihm Luft geben für die Transformation in diese grünen Technologien. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, sozusagen Transformation schneller zu machen, als es ein Management kann. Sehr, sehr interessant. Dann noch zum Schluss vielleicht, in zwei, drei Sätzen, wenn es geht, ein Rat für junge Berufseinsteiger. Also. Sie können noch vier oder fünf Sätze sagen. Ja, also ich bin da hin und her gerissen. Also erstens, wenn es dich in die weite Welt rauszieht, dann mach das. Das hat noch nie geschadet, Lehr- und Wanderjahre zu haben und heute können die global sein. Zweitens, es gibt in Deutschland richtige Innovationsknoten, wo es Sinn macht, den Beruf zu starten. Das sind oft nicht die glänzenden Automobilkonzerne, sondern das ist häufig der exzellente avantgardistische Mittelstand in der Provinz. So, da muss man auch ein bisschen Mobilität entfalten. Das wäre ein zweites Thema. Und drittens, wenn es in die Hose geht, nicht traurig sein, neu anfangen. Herr Sattelberger, ich sage vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne, danke auch. Liebe Zuschauer, das war Thomas Sattelberger, ein wirklich sehr, sehr interessantes Interview. Ich glaube, er hat vielen, vielleicht auch von Ihnen aus der Seele gesprochen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, machen Sie es gut.